Hallöchen Leute, und heute spielen wir, wer rät's, wir spielen heute Sonderzustellung. Hey, ich hab gewonnen. Seht ihr, ich bin so ein godlike Spieler, wenn ich das Spiel betrete, habe ich schon gewonnen. Yeah. Ja, dieses Mal spielen wir alleine. Der Balzer LP oder Balzer Reloaded, whatever, der hat heute, der hat in letzter Zeit, glaube ich, nicht so viel Lust auf Team Fortress 2 und deswegen zocken wir mal wieder alleine. Ja, ich glaube, es mögen wahrscheinlich manche von euch, weil ich habe das Gefühl gehabt, der Balzer LP, den mögen manche von euch, glaube ich, nicht so, weil er ständig lacht oder so. Ich kann es verstehen, also wenn ich bei Let's Plays jemanden lachen höre, den ich nicht sehe oder beziehungsweise der nicht zum Spiel beiträgt, dann hätte ich auch keinen Bock. So, da ist er vorne, ist Navy, passen wir mal auf. Also gut, ich erkläre mal nochmal das, was wir jetzt machen müssen. Wir müssen jetzt quasi diese Rakete verteidigen, soweit ich weiß, oder? Ich bin mir nicht so sicher. Ich habe es erst ein bis zweimal gespielt insgesamt, genau. Also Blau muss jetzt versuchen, diesen Koffer da, den was sie da haben, der was da drüben liegt, hier in diese Rakete rein zu bringen, sodass sie dann gestartet wird. Wenn die gestartet wird, haben wir verloren. Das heißt, wir müssen jetzt quasi verhindern, ich glaube, das ist ein Spider-Typ da, wir müssen jetzt quasi verhindern, dass dass die Blauen diesen Punkt hier erreichen. Den kann man verschiedenmäßig verteidigen, man könnte zum Beispiel Sentries hinstellen, wäre aber in unserer Lage, glaube ich, nicht so vom Vorteil, aus dem Grund, weil momentan nicht so viele Spieler, glaube ich, drin sind. Okay, der ist bei uns. Ich wollte nur sicher gehen, ne? Ich wollte nur sicher gehen, Olga, geil. Tut mir leid. Sicher ist sicher. Warte, zum Sniper. Oh Gott, da passe ich das auf. Gehört er zu uns? Ah, da schaut er schon, da wartet er schon. Ja, 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 warte. So. Habe ich den erwischt? Nein, natürlich nicht. Ich bin ja so gut. Jetzt habe ich ihn erwischt. Jetzt ist er runtergefallen. Okay, der hat es jetzt wahrscheinlich auf mich abgesehen, weil ich das Spray vor seiner Schnauze platziert habe. Wow, Kuhmetzer 5000, den habe ich bereits. Ist aber gar nicht mal so uncool, dass wir den bekommen haben, weil der Kuhmetzer, der ist schon eine gute Waffe. Was um? Okay, jetzt sind wir geswitcht worden. Super. Okay, jetzt müssen wir die Rakete angreifen. Den Punkt quasi. So, und schon unser erster Kill. Innerhalb von wie vielen Minuten? 3, 4? Weiß ich gar nicht. Naja, besser ein Kill als gar kein Kill. Lautet das Motto. Das Motto! Oha. Oh, sowas mache ich gar nicht. Snipen aus der, ja, aus dem Hinterhalt. Das finde ich ein bisschen, muss ich zugeben, ich finde Sniper nicht so cool zum Zocken. Was, warum hat Rot jetzt gewonnen? Ich verstehe es nicht. Oder müssen vielleicht beide Spieler dieses Ding einpacken, diesen Koffer in die Rakete? Weiß ich gar nicht. Befördern Sie das Australium. Befördern Sie Australien zu den Raketensprengkopf, um das Spiel zu gewinnen. Ah ja, okay, vorhin, jetzt sind wir wieder Team Rot. Das heißt, wir müssen, ja, beide Teams müssen das schaffen. Also hier wird quasi, ist quasi wie Kontrollpunkt, wie King of the Hill, kann man sagen. Bloß, dass es nicht so lange dauert bei King of the Hill. Bei King of the Hill, da wird ja immer eine bestimmte Zeit abgezogen, je länger der Punkt gehalten wird. Und hier muss man den am Stück quasi beherrschen, den Punkt. So, ich glaube, ich wechsle mal die Klasse. Und zwar nehme ich dieses Mal Engineer. Machen wir mal Engineer, komm. Wir spielen ja so selten als Engineer, obwohl ich gar nicht so schlecht mit Engineer spiele. Was haben wir für eine Waffe? Sentry-Werfer, okay. Okay, gut. Könnte uns vielleicht... Was willst du denn? George Boff. Hallo George Boff. Ich hasse dich. Was? Popel Inator. Popel Inator. Cooler Name.
Gut, mein Ziel ist es jetzt quasi eine Sentry. Bist du ein Spy? Nein, okay. Da! Da! Leck! 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 Gerade! Leck! Hilfe! Los, meine... Nein! Hilfe! Oh, der ist gut! Ah! Hilf mir! Sentry! Beschütze mich! Nein, da ist er! Da ist er! Hey, ich hab ihn erwischt! Nein, ich wollte jubeln und nicht... meinen Arm... Nein, dann sterbt man trotzdem. Oh, wir haben überlebt! Oh! 2 Lebenspunkte! Scheiße! Ich muss mich heilen. Ist hier vielleicht ein Dispenser? Ja, Moment. Wenn wir schon über Dispenser reden, wir sind ja ein Engineer, ne? Warum bauen wir uns nicht ein? So, es ist zwar ein bisschen langweilig, das Bauen und so, aber das gehört dazu, wenn man als Engineer spielt. Außerdem spielen wir ja, wie gesagt, ein bisschen selten als Engineer. Ich glaube, letztens haben wir im letzten Spiel haben wir, glaube ich, ein bisschen als Engineer gespielt, ne? Na, wo ich ja am Ende diesen lustigen Freakout hatte, also... Das war gar nicht so geplant, dass es so lustig werden sollte. Also ich habe es nur improvisatorisch gemacht, dieses ganze Herumgealbere. Mit diesen Freakouts und mit diesem Gesange am Schluss. Naja, gut. den könnten wir jetzt theoretisch... ein Teleporter vielleicht? Ein Teleporter wäre ja gar nicht so dumm, muss ich sagen. Aber der Nachteil ist halt... Spice und so, ne? Totally Spice. Da gibt es so eine Serie, oder? Keine Ahnung. So eine Kinderserie. Für Mädchen, glaube ich. Ach, leck mich, keine Ahnung. Wo habe ich denn jetzt meine... Achso, die ist immer noch... So, jetzt dann platzieren wir die Sentry mal... Blub, blub, blub. Platzieren wir sie mal hier. Gut, und während die Sentry gebaut wird oder beziehungsweise aktiv ist... Upgraden wir unseren Dispenser zur Stufe 3 und jetzt ist mein Ziel, einen Teleporter zu bauen. Sodass meine Kollegen quasi dann hier auf diesen Dispenser... Ich weiß, ich bin scheiße. Aufmerksam werden. Don't piss off. The God in... Team Fortress 2. Vielleicht soll ich den... Vielleicht soll ich die Sentry woanders hin platzieren. Nein, ich muss ja keinen Teleporter platzieren. Scheiß drauf, lass mal einfach mal... Alter, wenn das der Scout wieder ist, dann... Wah! Oh, der ist bei uns. Ich dachte schon, es sei ein Gegner. Einmal schon über Gegner reden? Bist du ein Gegner? Hey, meine Sentry ist down. Scheiß drauf. Bauen wir einfach eine neue. Das ist das Geile am Sentry-Werfer. Man kann sehr schnell Sentries platzieren. Das ist äußerst nervig. Zum Beispiel jetzt, wenn die zum Beispiel zerstört würde, baue ich mir einfach eine neue. Das ist ziemlich fies. Und der dann in der Nähe ist, kriegt dann aufs Maul. Oh, unser ist wieder down. Macht nichts. Ten Rebuild. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Sniper. Weg! Okay, ich verpisse mich. Nein, da ist er! Aua, schöne Mist. Hey, 7 Kills, cool. Tötungshelferekord gehalten. Okay, ich glaube, jetzt haben wir genug als Energy gespielt, oder? Na, wir haben hier noch einen Dispenser stehen, aber ich glaube kaum, dass den jemand verwenden wird, weil der ist ziemlich gut versteckt. Dann spielen wir mal als Medic. Also, ich möchte hier jetzt in diesem Part nicht ganz so aufregend spielen. Mit so Offensivklassen, sondern nehmen wir mal die Klassen, die wir weniger spielen. Dann, damit es ein bisschen abwechslungsreicher wird, das Let's Play. Weil ständig nur mit dem Moment spielen, das ist ja auch langweilig. Ja, ist zwar schon schön, wenn man ein paar Kills macht und, es gibt auch eine Menge Leute, die spielen als Demo Man. Ich gehöre ja da quasi dazu, aber ich möchte ja auch noch die anderen Klassen zeigen. Oje, da ist ein Heavy. Wenn wir schon über Heavy reden, vielleicht wäre es klug, einen Heavy zu suchen, denn... Was war das denn? Okay, das war Dummheit. Gebe ich zu. Okay, haben wir denn einen Heavy im Team? Ich schau schnell. Wir haben keinen Heavy. Das ist ja... Ja, okay, ich wollte zwar nicht als Offensivklasse oder Defensivklasse spielen, aber scheiß drauf.
Jetzt nehme ich mal als den Heavy, weil das kann ich mir jetzt mit ansehen. Man braucht schon Heavy, also Heavy ist quasi ja. Was ist denn ein Heavy? Das ist wie Bier ohne Betrunkenheit, genau. Nämlich alkoholfrei ist, wenn man so will. Okay, das war ein Scheißvergleich, glaube ich. Ach, egal, scheiß drauf. Ah, da ist er! Warum treffe ich den nicht? Bin ich zu blöd zum Schießen? Ja. Oh, da ist jemand. Ich glaube, das waren zwei, oder? Oh Gott, wenn er jetzt herkommt, dann... Haltet die Augen aus, schauen nach einem zwei, ne? Ihr müsst mich warnen. Ihr müsst jetzt auch quasi ein bisschen mitspielen. Warnt mich, wenn ihr einen zwei seht, ne? Hey, wir haben gewonnen. Da sage ich nur Folgendes. Hey, was willst du, hä? Muckst du dich? Ich bin Türke! Okay, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Sorry an alle Türken. Das war nur Spaß. Die Australier machen was? Was machen die Australier? Hey, wartet! Warum haben wir so viele Spice? Drei Spice. Ich finde es ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Jetzt drei Spice im Team. Na gut, ist ihre Entscheidung. Aber wir gewinnen ja, solange es funktioniert, ne? Also solange wir gewinnen, ist alles cool. Gibt's nichts zu beschweren. Aha, was haben wir denn da? Da war doch was. Da war doch jemand mit einem langen Geschütz. Und ich rede hier nicht von OG Mudbone. Alter! Wie ich dieses Gebläse hasse. Die blasen halt sehr gerne, diese scheiß Pyos. Wo ist mein Sandwich oder mein Schokodings? So. Ach, wir haben zwei. Na gut. Was? Wir haben noch einen. Tja, so trickst man einen Soldier aus. Er dachte, ich gehe nach rechts, nach links. Ich bin aber nach rechts gegangen. Aus dem Grund, weil ich Deutscher bin. Deutsche gehen immer nach rechts. So, das war jetzt der Ausgleich für den Türkenwitz, den ich gerade gemacht habe. Jetzt habe ich mir mein eigenes Land beleidigt. Alter. Na los, ihr schafft es. Ich glaube an euch. Oder auch nicht. Was zum... Er hat wahrscheinlich den... Ja, er hat den... den Dingens, den Werfer da. Die habe ich auch, diese Waffe. Den Raketenspringer, genau, so ist die Waffe. Na los, meine Kollegen. Für Russland. Hey, Russland, jetzt aber... Hey, ich habe einen neuen besten Freund. Hallo, David Dallapella... Blackbox, oder? Ja, yeah. Blackbox. Ich sehe es ganz klar und deutlich. Und schon wieder gewonnen. Hey, wir waren die Drittbesten. Und das nur dank der Feuerkraft des russischen Heavies. Gut, was? Ist schon vorbei das Spiel? Nee, kann doch nicht sein. Nein, ich will noch zocken. Ich will zocken. Zocken. Nicht warten. Nein, nein. Oh. Also gut, ich überspringe es, ne? Dann sehen wir uns gleich wieder.